So, und damit herzlich willkommen zurück. Always keep fighting, you're not alone. Immer am Kämpfen, du bist nicht allein. Wunderbar, super. Ich will jetzt mal mit der Dingsbums sprechen, einfach damit ich hier weitermache. Und zeitgleich will ich nochmal alles ein bisschen, ja, die anderen Inseln nochmal erkunden. So, natürlich bin ich hier auch, groß dabei, auch die... Ja, wenn ich schon hier dabei bin, dann kann ich auch hier beim Vulkan gleich die Metalle abernten. Inklusive die Blumen. Was ich habe, habe ich. So, Stein, Stein, Stein. Okay. Silber, Silber, Silber. Das war sehr gut. Was haben wir hier? Kupfer, Stein, Stein. Metall, Stein, Stein, okay. Das war gut. Viel Kupfer. Aber irgendwie... Ja. Also wir kriegen schon einiges an Rohmaterialien diesbezüglich. Allerdings... Ja, das war gut. Ja, der Vulkan im Hintergrund am Krummeln und Brummen. Goa muss ich gleich nochmal hinlegen. Ich will mal gucken. Habe ich mit dem schon gesprochen? Alicat made this adventure be magical, memory and timeless. Okay. Alicat, vielleicht ist dieses... möge das Abenteuer magisch, erinnerungsreich und zeitlos sein. May... The summer never end and the joy everlasting. With love, Rubin. Alles klar, vielleicht der Sommer, vielleicht wird der Sommer niemals enden und der Genuss wird überlastend. Oder, ja, sehr viel. Wenn ihr bessere Übersetzung habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare hauen, aber bitte nicht Google Translator benutzen. Das mache ich nämlich aktuell auch nicht, von daher wäre das unfair. Ja, weißt du was? Ich trinke mal einen Orangensaft. Ich glaube nämlich, die Dame hier hinten ist die Duna, die hat ein bisschen länger auf als nur bis 18, 19 Uhr. Mann, die könnt ihr ja mal aufräumen. Wo steht die eigentlich gerade? Ach, hier. Ich habe ein neues Boot. Das ist wirklich schnell. Duna, auf einer meiner Reise habe ich eine riesige Anlage entdeckt, die den Illiths gehört. Eine Bohrinsel. Wie funktioniert so etwas? Damit wird ein Loch in den Meeresboden gebohrt, um tief in den Inneren einzudringen. Das klingt furchtbar. Das ist es wohl. Ich weiß allerdings nicht, was die Illiths am Meeresboden suchen. Vielleicht die Unterwasserquellen der Maler. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, meine Erdbebensensoren haben ungewöhnliche Erderschütterungen festgestellt. Vielleicht haben sie ganz in der Nähe eine neue Station aufgebaut. Könntest du dich vielleicht einmal umschauen? Natürlich, aber sei vorsichtig. Geh keine Risiken ein. Sobald du das Gefühl hast, dass es gefährlich wird, komm hierher zurück. Alles klar. Jo, super. Weißt du was? Ich gehe im Boot schlafen. Sekunde. Ist nämlich gerade ein Titel eingefallen. Ja. Okay, finde heraus, was die Erdbebenwarnung im Duna-Stützpunkt verursacht. Da, okay. Da muss ich nach Westen. Das war ja vorher gesperrt. Hätten wir erst mit der Duna sprechen müssen. Puh, na gut, dann wollen wir mal.
Ach ja, der Vulkan. So, dann bin ich mal gespannt. Hey, Kleine, Mr. Echo, ich bin in Eile. Halt dein Boot an. Du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Nicht jetzt, doch jetzt. Du solltest Erwachsenen gegenüber respektvoller sein. Das ist nicht fair. Bei mir musst du keine Fairness erwarten, Mädchen. Ich bin ein Pirat. Und sogar ein ziemlich guter. Nicht im moralischen Sinne natürlich. Besser ausgedrückt, ich bin ein großartiger Pirat. Mein Name ist hier Echo. Was willst du? Wenn du eine gute Matrosin sein willst, brauchst du eine Besatzung. Die brauche ich nicht. Na, Popo und ich schaffen das alleine. Und was ist mit einem Haustier? Was denn für eins? Ein Schweinchen. Jeder Matrose braucht ein Schweinchen, um das er sich kümmern kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nimm ihn, er ist ein braves Schwein. Im moralischen Sinne. Er ist sehr zahm und lieb. Wenn du ihn fütterst und etwas wartest, dann bringt er dir Trüffel. Bring sie zu mir. Schenkst du mir wirklich ein Schwein? Ja, das ist großartig. Wie schön, wie toll. Okay. Von der. Ja, ich würde gerne dann mit dem Typen sprechen. Weil Schweinchen habe ich ja. Station der Elitz. Okay. So, finde raus, was die Erdbebenwarnung macht. Mach weiter mit Chor. Okay, ich muss mal gucken, ob der jetzt hier irgendwie was hat. Nein. Ist jemand zu Hause? Tut mir leid, dieser Bereich ist nur für das Personal. Zeig mir bitte deinen Ausweis. Hallo, ich bin Cora. Schön, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Ich verstehe die Frage nicht. Was machst du hier? Nichts, ich guck nur. Wie heißt du? Meine Kennung ist CB152. Ach du Scheiße, das ist zu lang. Ich werde dich CB nennen. Das ist eine eklatante Verletzung der Kennungsrichtlinien. Tut mir leid, ich kenne eure Richtlinie nicht. Du solltest sie kennen und respektieren. Ja, schon gut. Du solltest jetzt gehen. Du bist nicht befugt, dich in diesem Bereich aufzuhalten. Aber ich guck doch nur. Die Bereichsrichtlinien geben vor, dass jeder Bereich abgeschottet sein muss. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, CB. Das ist nicht meine Kennung. Sie lautet CB152, ganz viele Zahlen. Hey, diese violette Flüssigkeit, die du da hast, ist die gut? Das ist ein Fläschchen mit Dadiva. Sie ist unentbehrlich für mein reibungsloses Funktionieren. Davon habe ich daheim ganz viel. Dadiva gibt es auf diesem Planeten nicht. Doch, gibt es. Pass auf, ich bringe dir eine Flasche. Das halte ich für unmöglich. Du bist schon sehen, CB. Meine Kennung lautet nicht CB. Brombeersaft? Ah, bei dem kann ich Kohle kaufen. Hier, bitte sehr. Ich habe es von meiner Insel mitgebracht, aber das ist nicht Dadiva. Nenn es, wie du willst. Ist es nicht lecker? Doch. Ehrlich gesagt, ja. Wie nennst du dieses Dadiva-Imitat? Brombeersaft. Interessant. Ich glaube jedoch, unsere Nahrungsrichtlinien erlauben so ein Gebräu nicht innerhalb der Anlage. Keine Sorge, wenn sie dich erwischen, sag, dass es meine Schuld ist. Wie viel kostet dieses Gebräu? Wie viel es kostet? Gar nichts. Es ist ein Geschenk. Das verstehe ich nicht. Die Richtlinien zum Warenaustausch besagen, was machst du denn hier eigentlich? Meine Arbeit besteht in der Wartung und Reparatur des Kühlungssystems. Das meine ich nicht ganz, aber wie läuft's bei der Arbeit? Ein Abwasserrohr hat einen Riss, aber ich bin nicht in der Lage, das abzudichten. Ich habe nicht die nötigen Materialien und Werkzeuge. Ich warte auf Nachschub. Bis dahin läuft weiter Abwasser aus. Diese Sachen könnte ich dir im Nu bringen. Es ist nicht ratsam, ungeprüfte Werkzeuge zu verwenden. Ich warte lieber auf die Ankunft des Nachschubs. Ich kümmere mich drum. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Diese Einstellung verstößt gegen die Richtlinien. Ich sollte mit Duna reden. Ich habe die schlimmsten Dinge gesehen, die Elite tun können. Aber warum nur? Das sieht alles ziemlich komisch aus. Das gefällt mir wirklich nicht. Ich meine, guckt es euch an. Das ist nicht einfach. So, jetzt müssen wir mit Duna sprechen. Na, da bin ich mal gespannt. Das wird ein schönes Hin und Her, was uns da gerade um die Ohren fließt. Aber zum Glück sind die beiden einigermaßen nebeneinander. Warte mal, kann ich auch gleich mit dem Schiff hinfahren. Jetzt habe ich eine neue Questlinie bekommen.
So, warte mal, wen haben wir denn hier? Rede mit Dunne über CB. Okay. Ne, der hat jetzt keine Questlinie bekommen. Wurde zumindest so nicht vermerkt. Das ist okay. Muss erst nochmal was essen. Am besten nochmal eine Portion Pommes. Wunderbar. Aber die Koa muss jetzt auch bald wieder Früchte kriegen. Dunne, ich brauche deine Hilfe bei einer Reparatur. Ein Abwasserrohr auf der Elite-Station ist undicht. Du hast vor, etwas auf der Elite-Station zu reparieren? Ja, naja. Ich will meinem Freund CB helfen. Er ist wirklich traurig, verstehst du? Er redet den ganzen Tag nur über Richtlinien. Versuchst du, das Vertrauen eines Elites zu gewinnen, um ihn Informationen zu entlocken? Du bist ein wirklich schlaues Mädchen. Ich helfe CB nur, ein Abwasserrohr. Du wirst die Materialien der Schmiede der Quelles kaufen müssen. Ich werde dir aufschreiben, was du brauchst. Ist diese Werkbank für dich von Nutzen? Wofür? Um besser arbeiten zu tun, natürlich. Okay, du hast ein neues Bauelement. Okay, super. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist gut, dass ich das schon mal vorbereitet habe. Dementsprechend kann ich jetzt einfach schnell hin und her reisen. Und wunderbar. Ja, wenn ich die Schnellreisefunktion benutze, dann läuft es doch wesentlich besser. Hier, ist das okay? Ja, ich bin mit diesen Materialien nicht vertraut. Ich muss sie erst untersuchen. Sie entsprechen vielleicht nicht unseren Qualitätsrichtlinien. Wie viel kostet das alles? Du brauchst mir nichts dafür zu geben. Sieh es einfach als ein weiteres Geschenk. Wie den Brombeersaft. Ich gebe dir alles, weil ich es möchte. Ohne etwas dafür zu verlangen. Ein Geschenk. Dieses Konzept ist mir neu. Ein Geschenk. Interessant. Was ist denn hier los? Oh nein, die böse Frau schon wieder. Wer bist du, Kind? Warum bist du hier? Ich bin menschlicher Abschaum. Widerlich. Und du, Arbeiter, wie lautet deine Kennung? CB Bingingsbums. Gut, ich werde später ein Wörtchen mit dir reden, weil du zugelassen hast, dass sie gegen die Sicherheitsrichtlinie verstoßen hat. Jetzt geh mir aus den Augen. Der Baron ist ungeduldig. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Schwachköpfen wie euch zu unterhalten. Wiedersehen, CB. Bis bald. Okay, ich habe die schlimmsten Dinge gesehen, aber warum nur? Gut, die sagt wahrscheinlich hier immer das Gleiche, ohne dass ich irgendwas drücke. Da bin ich mal gespannt. So, dann will ich nochmal mit Dunne sprechen. Wie geht es mit der Überzeugungsarbeit voran? Sehr schlecht. Eine böse Elite ist plötzlich aufgetaucht und hat mich rausgeworfen. Außerdem weiß CB gar nichts. Tja, scheinbar steckt mir in einer Sackgasse. Was machen wir jetzt, Kind? Wir können nicht mit ihnen kämpfen. Wir brauchen jemanden Stärkeren, der sich ihnen in den Weg stellt. Es tut mir leid, mehr kann ich nicht tun. Ich traue mich nicht. Dann werde ich jemanden suchen, der sich traut. Okay. Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Das ist super. Koa. Okay, weißt du was? Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich will nochmal gucken, auf der Insel der Ruhe, will ich nochmal gucken, ob ich da noch ein paar Ananasfrüchte finde. War doch hier, oder? Oder war es nicht hier? Doch hier. Na gut, dann ist das so. So, weiter mit Koa. Bin ich dran? Sprech mit Lizio. Ah, mit Lizio muss ich sprechen. Die Frage ist, wo ist der aktuell, dieser Halunke? Der müsste an der Puni-Höhle sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, dann ist er nicht an der Puni-Höhle. Wo ist denn der Lizio? Immer ein bisschen schwierig zu erkennen, wo der ist. So was, dann gehe ich erstmal zur Heimatinsel. Mal gucken, was da passiert.
Neues Tier, Schweinchen, wunderbar. So, Trüffel habe ich eigentlich genug. So, was macht meine Ananas? Die wächst, die wachsen auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, na gut. Etwas Interessantes wird bald passieren, das ist schön und gut. Das ist super. Und du auch. Dann lass sie mir meine Äpfel in Ruhe. Das ist passend. So, wie viel Eicheln hat die? Oh, 36, das ist eigentlich mehr als genug. So, wunderbar. Ja, etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Bin ich mal gespannt. Ja, du kriegst auch noch was. Und du auch. Hat die jetzt gerade meine Beere weggemampft? Mann, 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 Mann. Nee, das ist auch nicht so super. So, okay, ich könnte natürlich jetzt was sehen. Ich verstehe. So, okay, drei davon. Okay, dreimal Karotten noch. Und dreimal Mais. So, was haben wir hier? So, hier kommt einmal Erdbeere hin. Hier auch. Und hier kommt Mais rein. Wunderbar. Und dann habe ich eigentlich auch langsam wieder was für meine Tierchen. So, was kommt denn hier hin? Vielleicht noch ein paar Tomaten. Oh, das ist schön. Ich mag das Lied, das ist super. Gut. So, Kuh hat schon lange nicht mehr im eigenen Haus geschlafen. So, wunderbar. So, den Tierchen geht's gut. Die Pflanzen sind gegossen, das ist wunderbar. Ah, Entschuldigung. So. Ja, die Sonnenblumen können da ruhig mal ein bisschen liegen bleiben. Die Frage ist, wo finde ich jetzt den Lizio? Das wäre natürlich super. Und ich müsste eigentlich nochmal... Ja. Perfekt. Ah, es wirkt. Okay, die werden nur nicht viel größer, ich verstehe. Ich verstehe. Na gut. Gut, ich könnte mal Onzo fragen. Ich könnte den Onzo mal fragen. Es wird langsam warm hier drin. So, mal nach Quelles.
Hallo, kleine Schiffsmädchen. Oh, Lizio, dein Schiff hat Kanonen. Oh ja. In Wahrheit benutzen wir sie aber nicht. Die waren beim Schiff schon dabei. Es ist Jahre her, dass wir sie abgefeuert haben. Sie sind so eine Art Dekoration. Aber man könnte sie benutzen, wenn es nötig sein sollte. Ja, ja. Naja, sie bräuchten eine Generalüberholung. Vielleicht könnte ich sie zu Akachi bringen. Ah, Akachi. Ja. Sie wird bestimmt gute Arbeit leisten. Wozu willst du die Kanonen haben, kleines Schiffsmädchen? Sage ich dir später. Kannst du mir sie ausleihen? Ich denke schon. Danke dir, Lizio. Alles klar. Ich würde sagen, es geht hier richtig los gerade. Die Koa macht sich bereit. Da müssen natürlich das Piratenmädchen ran. So, Hundi. Dich habe ich gefüttert. Du bist bestimmt auch voll mit dabei. Jawohl. Wir werden Mara natürlich... gegen die Ausbeutung der Elits verteidigen, das ist natürlich klar. So, bereite Piraten, mach weiter mit Koa. Okay, Lizio für den nächsten Auftrag. Okay, gut, ich weiß halt nicht genau, wo ich den jetzt finde. Aber jetzt gehe ich erstmal zu Akachi. Wie viel Kohle habe ich eigentlich noch? 5700. Ich könnte zu Akila gehen. Und könnte die Barren, die ich habe, verkaufen. Eis. Merkwürdiges Metall. Okay. Obwohl, weißt du was? Den Barren behalte ich mal. Für den Fall, dass ich die vielleicht, das Metall vielleicht gebrauchen kann. Ich meine, Geldmittel hat die Koa mehr als genug eigentlich. Die Musik ist super. Gefällt mir. Akachi, ich habe einen besonderen Auftrag für dich. Schieß los. Kannst du ein paar Kanonen für mich reparieren? Es ist für einen guten Zweck, ich schwöre es. Ein guter Zweck, für den Kanonen gebraucht werden? Naja, sie sind für ein paar Piraten. Ich hoffe, sie helfen mir, einige dieser schrecklichen Elle zu besiegen. Das klingt, als ob du dir gerade eine Menge Ärger einhandelst, Koa. Das glaube ich auch. Aber es ist sehr wichtig. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Für welchen Piraten ist dieser Auftrag denn? Lizio, den Schrecken, der noch irgendwas von Mara. Ach ja, Lizio, er hat mich schon einmal um Reparaturen gebeten. Er hat ein tolles Schiff. Glaubst du, er würde? Vergiss es. Was denn? Nichts. Ich würde nur gerne einmal in den hohen Norden fahren. Glaubst du, er würde mich mitnehmen? Ich habe auch einige große Bauteile, die transportiert werden müssen. Ich werde ihn fragen. Gut. Bring ihm diese Materialien und ich werde die Kanonen reparieren. Wunderbar. Du hast ein neues Rezept. Fass mit Cheesepulver. Wunderbar. So langsam wird's doch. Fass mit Cheesepulver und mir fehlen Bananen. Ernsthaft? Wozu brauche ich Bananen für Schießpulver? Na gut, okay, zweimal Schießpulver. Für zweimal Schießpulver brauche ich insgesamt 4 Bananen. Hinterfragen wir das einfach mal nicht. Nehmen wir es einfach mal so, wie es ist. Na dann. Wollen wir mal. Schattenprobleme. Wieso? Na gut. Ich weiß nicht genau, wo ich Bananen herkrieg. Wahrscheinlich zu Hause. So, wunderbar. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich die Bananen herkrieg. Habe ich überhaupt schon Bananen gepflanzt? Ja, das ist eine. Na super. Habe ich wirklich nur einen Bananenstaude hier angesetzt? Würde mich wirklich wundern.
würde mich wirklich wundern. So langsam wird der Strand hier richtig schick. So, aber ich guck mal, ob ich vielleicht woanders da ein paar Bananen herkrieg. So, Ponyhöhle. Da ist doch der Lizio bestimmt. Genau. Vielleicht verkauft er mir ein paar Bananen. Schatzkarten. Lizio, du siehst traurig aus. Welchen Sinn hat es, über die Meere zu sehen, wenn man kein Schweinchen an Bord hat? Ich kann dir eins von meinen geben. Nein, das ist nicht nötig. Dieser Herr Echo. Er muss auch etwas, es muss auch etwas geben, das wir tun können. Wo hast du denn ein Schweinchen gefunden? Es gibt da eine Insel, die voll ist mit Schweinchen. Sie ist allesamt großartig. Sie leben dort glücklich und frei. Sobald sie ein Boot betritt, sie es nie wieder verlassen. Okay, ich kann dir eins besorgen. Bist du sicher? Es muss auch ein ganz besonderes Schweinchen sein. Bring Lizio ein Schweinchen, um ihn aufzumuntern. Das ist bei der Insel der Ruhe. Na gut, machen wir gleich mit dem Quest weiter. Ganz besonderes Schweinchen. Ein ganz besonderes Schweinchen. Da hinten ist eins. Das muss ich wahrscheinlich mit dem Boot mitnehmen. So, kann doch gleich mit dir sprechen. Du hast doch bestimmt. Wunderbar. So, Ponyhöhle. Lizio Schweinchen bringen. Und wir haben genug Bananen. Das bedeutet, wir können jetzt langsam Schießpulver bringen. Die Frage ist nur. So. Was hältst du von diesem Schweinchen? Oh, es ist wunderschön. Ich mag es sehr. Es scheint dich auch zu mögen. Es scheint wirklich glücklich zu sein. Ach, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich hoffe, es wird ein gutes Mechanikerschweinchen. Vielen Dank, kleine Schiffmädchen. Hier hast du eine Karte, neue Karte und drei Schlüssel. Oh, super. So, jetzt nach Quelles. Nein, Mist. Ich wollte nach Dingsbums. Ich wollte auf meine Heimatinsel. Das ist immer verwirrend, weil die Heimatinsel eigentlich schon eingekreist ist. So, ich habe keine Ahnung, was mit dem Schweinchen ist. Okay, Koa. Okay, okay, Akachi. Koa. Leinwand. Noch weiter mit Caleb. Sprich mit Izo. Okay, ich mache aber jetzt erst nochmal zwei Pulverfässchen. Und nehme mir die Orange noch mit. Wunderbar, super. So, Werkstatt. Wo haben wir es dann? Pulverfass. Da fehlt mir Kohle für. Ach, ärgerlich. Die Frage ist, wer verkauft Kohle? Wo kann ich Kohle herkriegen? Ich glaube, bei Quelles ist es keiner, der Kohle verkauft. Dann rede ich einfach mal mit Onzo. Naja, vielleicht verkauft die Akachi mir Kohle. Okay. Das ist schon spät. Die Moon ist auch echt überall nur am Rumgammeln. Na gut, darf sie ja.
Bam, weißt du, wie man einen Kürbiskuchen macht? Kürbisbrrr, er ist schon ziemlich lange her, seit ich einen gemacht. Warum willst du das wissen? Er ist für eine Freundin von mir. Sie ist eine Piratin, wie gruselig. Back ihn einfach und ich sage dir, dass sie zur Strandbar kommen soll. Auf diese Weise gewinnt Tucker neue Kunden. Hm, in Ordnung. Wunderbar. Danke, Bram. Verkauft mir. Ich glaube, ich weiß, wer mir Kohle verkaufen kann. Die Frage ist nur, schaffe ich das heute noch oder muss ich da erst nochmal eine Runde schlafen? Da gehen wir mal eine Runde pennen. Wunderbar. So. Es ist auch wieder ein bisschen länger geworden als geplant. Aber das ist okay. Wenn Yakaji mir die Kohle verkauft, kann ich direkt das zweite Pulverfass bauen, es zu Lithio bringen. Und dann kann ich auch gleich direkt zur Taimi. Genau, Taima. Zur Taima gehen und ihr den Kuchen bringen. So, handeln. Nein, du hast keine Kohle. Mist, das ist ärgerlich. Ich glaube nicht, dass der Akila mir das Zeug verkauft. Der macht doch erst um 10 auf, ne? So, dieser Imi verkauft mir auch keine Kohle. Wo kann ich denn Kohle kaufen? Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, die Duna verkauft Kohle. Die Duna verkauft Kohle, genau. Stimmt. Ich meine schon, da gucke ich jetzt nochmal gleich nach, ob die Duna Kohle verkauft. Aber mit Onzo möchte ich nochmal sprechen. Onzo, wie läuft's? Ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft, aber eine Möwe flog vorbei und sie hat sie mir gestohlen. Was, wirklich? Ja, sie ist mit ihr aufs Meer hinausgeflogen. Wer weiß, wo sie jetzt wohl ist? Ich werde nach deiner Sonnenbrille suchen. Alles klar. Okay. Hole Onzos Sonnenbrille zurück. Da, okay. Werde ich sowieso noch viel reisen müssen. Na gut. Ich will erstmal zu dem schwarzen Vulkan. Gucken, ob die Duna mir Kram verkauft. Kohle. Das wäre super. Auch nicht. Okay, dann weiß ich echt nicht, wo ich Kohle herkriegen soll. Na gut, dann ist das einfach so. Wo ist denn die Taimi? Die Taima. Großen Eisberg. Na, kostet der Kaleb kriegt ganz schön Money mittlerweile. Aber na gut, ist kein Problem. So, handeln. Hast du irgendwas? Nein. Hier, ich habe den Kürbiskuchen. Lass mich mal probieren. Hm, köstlich. Ja, er ist lecker, oder? Ja, wirklich lecker. Hier für deine Mühen. Dieser Köder lockt extra selten. Mein Kompliment an den Koch. Super.
Wie schaffst du es, dass die Robben hier so ruhig sind? Sie sind sehr entspannt, genau wie ich. Sie haben hier ein tolles Leben und sie mögen meine Musik. Hast du auch ein paar tierische Freunde? Naja, ein paar. Ich habe meine Möwen. Sie sind etwas wild, aber sehr lustig. Ich kann dir beibringen, wie man ein Vogelhaus baut. Wirklich, das wäre fantastisch. Ja, mit dem Wissen kannst du ein Häuschen für deine Möwen bauen, in dem sie nisten können. Vielen lieben Dank. Oh, super. Wunderbar. Dann muss ich ja jetzt in diese Richtung. Für die Sonnenbrille. Wunderbar. So, aber das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Euer Graf. Ciao mit V.